Herzlich willkommen zu einem neuen Mega-Food-Haul von mir. Heute mit der Kleine, die wollte ein bisschen auspacken. Wir haben richtig zugeschlagen. Wir wollten eigentlich zu unserem Lieblingssupermarkt und sind bei Penny gelandet. Ich wusste gar nicht, dass es das hier gibt. Erstmal gab es Klopapier für 3 Euro. Aber dafür sind es auch viele Rollen, ne? Wir haben ja Klopapier verbraucht, das ist nicht mehr normal. Amelie hat sich hier so Johannisbeeren ausgesucht. Ja, weiß nicht, ob das notwendig war. Okay. Dann haben wir hier, es muss alles schnell in die Truhe. Das Kind wollte mal eine glutenfreie Pizza probieren. Das wird natürlich nicht so schmecken wie eine italienische. Da sind wir uns hier alle einig, aber gut. Ja, dann gab es glutenfreie Kekse. Hier gibt es aber Frühstückskekse. Das waren dort die einzigen. Das hat mich so geärgert. Kleine Schwierigkeiten. Ich weiß gar nicht, wo wir weitermachen. Ich mache sonst mit den glutenfreien Keksen weiter. Die gibt es ja immer zum Frühstück. Das waren die einzigen, die es bei Penny gab. Von daher... Ich weiß auch nicht, ob ich die Pizza jetzt schon gezeigt habe, aber wir sind uns einig, sie ist zwar glutenfrei, wird niemals so schmecken wie eine italienische, aber es ist okay. Dann gab es Eier, das würde ich gerne auf dem Kassenbon nachvollziehen, was sie gekostet haben. Ich glaube, die sind sehr günstig hier. Kann ich ja gleich mal machen. Gibst du mir noch was? Boah, 2,09 €. Na. Ja, dann gab es hier Joghurt. Hab ich übrigens gerade richtig Bock drauf. Und auf Oliven hätte ich auch richtig Lust. Ich habe so einen richtigen Antibiotika-Teller mit Olive und Salami. Dann ja, nochmal glutenfreie Spaghetti. Wir haben gar nichts mehr gehabt. Weder Reis, Spaghetti, Pasta, gar nichts. Genau, hier nochmal Penne, auch glutenfrei. Die Marken sehen hier ganz anders aus. Obwohl es Penny ist, sieht die Marke glutenfrei ganz anders aus als in Germany. Ja, dann haben wir hier den so einen Joghurt-Drink quasi. Ich habe ja meine Antibiotika-Kur hinter mir. Vielleicht ganz gut. Dann haben wir hier die Suco. Also hier solche Fruchtsäfte mit Pfirsich. Ich traue mich nach meinem... Ich weiß gar nicht, ob ich bei YouTube davon erzählt hatte. Ich hatte so einen kleinen Ausfall vor 2 Wochen mit einer Banane. Ging es mir nicht so gut. Eigentlich habe ich Banane aus meinem Leben gestrichen. Aber das probieren wir jetzt nochmal. So, noch mehr Kekse. Und dann habe ich, glaube ich, einen Schnappi gemacht, was Mandeln angeht. Die haben mir 3 Euro gekostet und normalerweise sind die arschteuer. Also Nüsse, Mandeln, ist alles richtig, richtig teuer. So. Dann jetzt das Ja, wir haben noch Sachen im Rucksack. Dann haben wir hier diese Snack-Salami. Die waren auch günstiger als sonst. Gott sei Dank. Und hier ein paar Pflaumen. Nektar. Nein, wie heißen die denn nochmal? Weder Pflaumen noch Pfirsich noch Nektarine. Das sind die glatten. Oder doch Nektarine. Ach du meine Güte. Okay, guck mal, so wenig Obst habe ich gegessen, dass ich das nicht mal mehr weiß. Denn mein Lieblingsmix-Salat, ne? Ihr wollt mich übrigens verarschen. Die Packung gab es auch in klein für 99 Cent. Hat natürlich die große genommen. Mozzarella. Mais. Oh, das nächste Mal habe ich unbedingt zu meinem Lieblingssupermarkt. Das macht mich voll traurig. Noch mehr Oliven, diesmal grün. Oh, Amelie, machen wir gleich auf. Irgendwas machen wir gleich auf. Mais. Was haben wir da? Ah, genau, auch für die Gefriertruhe. Ich habe kein Brokkoli gefunden, aber hier gab es sowas High Class mit Kartoffel. Dann haben wir nochmal unsere Burger Session. Ja, Fleisch war unbezahlbar. Das ging gar nicht. Und Bismarck-Reis war eigentlich auch unbezahlbar. Ich habe jetzt trotzdem, ja, jedenfalls das Kilo-Paket genommen, weil wir brauchen auch mal Reis. Aber Reis erst mit meinem Brokkoli. Oh nein, die Tomaten sind aufgegangen. Ja, Tomatis haben wir auch noch. Es ist hier übrigens eine Katastrophe, das Essen noch lebendig nach Hause zu kriegen, wollte ich fast sagen. Jetzt habe ich auch noch mal 2 Mal Gewürze geholt. Also nur mit Salz würzen, das ist zwar möglich, aber auch... schwierig. Ich habe mir jetzt jedenfalls Oregano und Basilikum geholt. Das waren die Sachen, die wir mit hatten. Die haben wir nicht eingekauft. Ich glaube, das war's. Ja, war's auch. Das war's, ne? Ja, hat mich 50 Tangen geköstet, ne? Hätte ich, glaube ich, in Deutschland auch was bezahlt. Das Klopapier ist halt, ne? Pizza glutenfrei. Na gut. In der Tüte war. Ja, das ist, gehört in die Tüte. Das ist ein Stück Plastik. Wie auch immer, in diesem Sinne, ich verabschiede mich von euch. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.